Okay, dann kommen wir jetzt mal zu ein paar sinnvollen Apps, die man so benutzen kann. Ich habe die auch einfach in ein bisschen Kategorien sortiert. Surfen. Was mache ich mit dem Smartphone? Als allerwichtigstes vielleicht ist Surfen. So. Eine der Grundfunktionen, warum ich mir so ein Ding kaufe überhaupt. Da habe ich jetzt hier mal aufgeführt, wenn ich nach Firefox suche, dann stoße ich auf diesen FF-Updater. Den nicht benutzen. Man ladet den eigentlich runter und der wiederum lädt einem dann Firefox runter und hält das up to date. Das ist erstmal ein unnötiger Zwischenschritt. Und zweitens, der eigentliche Firefox von Mozilla ausgeliefert auf Android ist nicht so gut. Also ich hatte damit Probleme. Ich habe teilweise so arg dynamische Seiten wurden nicht richtig dargestellt. Zum Beispiel, wenn ich einen Twitter-Link verfolgt habe, dann hat mir das nie geladen. Oder Videos, die ich abspielen wollte, ist so gecrashed. Ich weiß nicht genau warum. Deswegen nimmt man den Fennec. Fennec ist quasi wie der Eiswiesel in Debian. Ist eigentlich ein Firefox, aber aus markenrechtlichen Gründen darf der nicht Firefox heißen. Und deswegen heißt er in dem Fall Fennec. Der funktioniert um einiges besser. Wenn man also Firefox gerne benutzt, in F-Droid heißt der dann Fennec. Ganz interessant ist noch Firefox Klar. Also rein theoretisch heißt der außerhalb Deutschlands Fokus. Was den Firefox klar auszeichnet, ist, man ist immer im Private-Modus, automatisch, browset man. Also es gibt quasi keine History-Aufzeichnungen, nichts. Und per Default blockierte Cookies, Tracker und so ein paar Dinge, die kann ich dann auch einstellen. Ich kann die auch ausschalten, wenn ich möchte, aber da kann ich auch natürlich gleich einen normalen Browser benutzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber Mozilla hat entschieden, den in Deutschland nicht Focus zu nennen, wegen dem Magazin Focus. Und den wollten sie irgendwie nicht. Haben Sie alles um die Namensrechte gehört? Oder wahrscheinlich Namensrechte, was auch immer, genau. Also haben sie ihn Klar genannt. Aber der Klar hat dann auch noch per Default einen Tracker mehr an als der Focus. Und deswegen hat F-Droid sich entschieden, den Klar in seinen Store zu stellen und nicht den Focus. So. Also einen Tracker mehr. Also in F-Droid heißt der Klar, aber würde man ihn jetzt im Play Store suchen, außerhalb Deutschlands, würde er Focus heißen. So. Und F-Droid heißt aber immer Klar, weil in der deutschen Version haben sie einen Tracker per Default mehr ausgeschalten als in der englischen Version. Und deswegen dachte ich, die F-Droid, das ist doch die viel bessere Version. Nehmen wir doch die. Genau. Also die ist so ein bisschen privacy-friendly. Man muss natürlich immer sagen, logischerweise hängt es am Ende auch immer vom eigenen Verhalten ab. Wenn ich jetzt natürlich, also Tracker ausschalten ist eine gute Vorsichtsmaßnahme, aber wenn ich natürlich trotzdem die ganze Zeit rumgoogle, dann bringt mir das wenig. So. Also, sehr klar. Firefox hatten wir schon angesprochen, ist dann quasi die Firefox-Version für Tor. Und die benötigt aber Orboard als weitere App. Die werde ich auch gleich noch zeigen. So, damit ich dann auch das Tor-Netzwerk zugreifen kann. Und neuerdings gibt es dann den Tor-Browser für Android. Der ist aber noch Alpha. Der Name ist auch ein bisschen sperrig, finde ich. Vielleicht wird er noch besser. Ja, Tora wäre das auch schon mal ganz nett. Dann hat man auch mal einen weiblichen Namen. Aber auf jeden Fall, der ist noch im Alpha-Modus. Angekündigt auf Frühjahr 2019 soll. Und was wir jetzt haben, also das müsste irgendwie demnächst geschehen, soll der komplett sein und dann wird Orfox eingestellt tatsächlich. Also Orfox soll nur noch so lange existieren, bis der Tor-Browser für Android fertig ist. Und gibt es bisher noch nicht in F-Droid. Ich muss ihn mir also als APK auch in dem Fall runterladen und benutzen. Ich hätte noch den Privacy-Browser zu empfehlen. Ah ja. Da kann man tatsächlich auch mal JavaScript ausmachen. Aha. Oder Drittanbieter-Cookies, weil irgendwie so auf dem Android-Markt ist sowas wie NoScript leider nicht immer so verfügbar und diese lästigen Sachen, die da hin und her fluppen, das kriegt man damit weg. Wie heißt der genau? Privacy-Browser. Und man kann dann auch zum Beispiel sagen, ja, ich bin jetzt mal ein Firefox auf Windows oder auf Linux, um dann auch mal wirklich die richtige Webseite zu sehen, weil oft die mobile Webseite so ungefähr 20% des Inhalts nur enthält oder keine Ahnung. Das ist dann doch recht angenehm. Warum enthält die nur 20% des Inhalts? Also es gibt ja Lieferantendienste, die dann sagen, wo kommt denn der Browser her und dem die Pizza nach anderen Preisen her, die dann dran steht, Ach so. zum Beispiel. Aha. Da will man dann vielleicht sagen, ich komme ganz woanders her. Ja. Okay, cool. Ja. Werde ich mir anschauen. Klingt gut. Es gibt ja diesen User Agent. Genau. Man gibt mit dem Aufruf der Webseite, kann man sein User Agent mitgeben, das heißt, ich bin ein Firefox, der auf Windows 7 läuft. Aha. Und der
kriegt halt per Default andere Dinge zu sehen. Es gibt zum Beispiel bei Streamingdiensten, Amazon, wie auch immer, die sagen, wenn da jetzt aber ein Chromium von einem Linux-System kommt, den blockieren wir erstmal komplett. Und dann gibt es so einen User-Agent-Switcher, das gibt es auch als Plugin für Firefox, dass man sagt, ich stelle jetzt halt per Hand meinen User-Agent ein und gebe mich als Windows 10 Internet Explorer aus. Ja. Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man das kann. Ja, oder Mac-User, habe ich auch schon gehört, dass die mehr zahlen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber die haben ja auch mehr Geld. Okay, cool, da schaue ich mir an. Danke für den Hinweis. Also genau, ihr dürft auch gerne, wenn ihr da noch mehr wisst oder Vorschläge habt, immer sagen. Ich bin da sehr interessiert, meine Liste zu erweitern.